Okay, Alter. Kannst die Augen wieder aufmachen. Hey! Alles Liebe, Bruder, alles Liebe. Spielzeugpistole. Was soll ich mit einer Spielzeugpistole? Was soll denn das jetzt, Alter? Das Ding ist der absolute Renner in Ihrem Büro. Ich arbeite aber nicht in irgendeiner hippen Werbeagentur, sondern im Finanzwesen, für die Stadt. Ich hab doch gleich gesagt, dass er das Geschenk scheiße findet. Ja, warte mal. Ja, ist scheiße. Ach, leck mich doch. Ja. So, genug gequatscht, ihr Zicken. Auf Kennern. Und darauf, dass wir in den nächsten 3 Monaten nicht wieder hier stehen. Auf Kennern. Hm. Keine Sorge, Jungs. Diesmal ist es endgültig. Ich geb dir 2 Wochen, bevor du weinend zurückkommst oder dich mit einem schönen Schlips erhängst. Was soll ich denn hieran schon vermissen? Vielleicht deine Kollegen, du Arsch? Oder das nette Ambiente? Soll ich fragen, Getränke für deinen Mitbewohner? Ja, genau. Aber ich glaube, dieser süßliche Geruch von erbrochenem Morgen, der wird mir am meisten abgehen. Ach, dann verpiss dich doch, wenn's hier so schlimm ist. Ja. Genau das habe ich auch vor, mein Freund. Lass mal, Kenan, ich mach das schon. Na, schon in Ordnung. Ich muss Georg noch die Schlüssel bringen. Georg, wie sieht das denn hier aus? Das Stück keinen großen Geist. Eine Nachricht von Edi. Er wird sicher gehen, dass du diesmal pünktlich zahlst. Ja. Dann sag Edi, ich habe auch eine Nachricht für ihn. Sieh einfach zu, dass du nachher die Kohle hast. Und räum hier auf. Wolltest du dich an mich ranschleichen oder was? Nein. Bist du hier? Es ist 10 Uhr, ich soll dich abholen. Heute komme ich mit auf die Runde. Ja. Kann ich reinkommen oder muss ich ins Treppenhaus pinkeln? Keine Angst. Ich klapp die Klobrille hoch und bin trefflicher. Du setz dich hin. Alter, ist die heiß. Ist das deine Perle? Das geht dich einen Scheißdreck an. Oh Mann. Ist das für Hobbits? Wie soll ich mich denn hier hinsetzen? Gott sei Dank, da bist du ja wieder. Ich dachte schon, ich muss den ganzen Laden aufräumen. Was war das denn bitte? Du hast eins in die Fresse gekriegt. Komm schon. Hopp! Oh, großartig, Georg. Großartig! So habe ich mir meinen letzten Arbeitstag vorgestellt. Oh, genau wegen so einer Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Auf dich, auf deinen Scheißladen und auf diesen dreckigen Stadtteil! Da! Deine Schlüssel! Ach, geht's jetzt besser? Sei doch nicht so ernst. Na bravo, dann habe ich mir importieren lassen. Du kannst froh sein, dass ich sie dir nicht in deinen verdammten, schleimigen, dreckigen, pickligen Arsch gerammt habe. Sorry, Alfons, das sieht echt schlecht aus. Ich kann diesen Monat nicht so viel bezahlen. Sag Edi bitte Bescheid, dass ich das Geld so schnell wie möglich aufbringen werde. Gib mir, was du hast. Danke. Danke, Alfons. Danke. 20 Euro.
Zweimal Schabu Schabu to go und ein paar Baklava. Ich hoffe, Edi hat Hunger. Deine bekackte Fresse. Und wo ist der Georg? Soweit ich weiß, hat der Karl doch extra nur daran erinnert. Das hast du doch, Karl, oder? Jo. Da gibt's doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Typ nimmt mich nicht ganz ernst, oder er will mich linken. Glaubst du, dass der mich nicht ganz ernst nimmt? Das glaube ich nicht, Chef. Also will er mich linken. Ich lass mich aber nicht gern linken. Ich verstehe, Chef, aber ich denke nicht... Denkst, wirst du nicht... Es ist völlig wurscht, ob 5.000 oder 50.000. Es geht dir um die Schuld. Und die bleibt immer die gleiche. Ihr werdet es nicht durchgehen lassen. Ich will, dass ihr den Georg findet. Dann will ich, dass ihr diese verfluchte Drecksau kalt macht, ihn in seine Einzelteile zerlegt und mir seinen verschissenen Schädel auf einem Silbertablett serviert. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Dann schaut's mir nicht so deppert an und geht's was arbeiten. Da kommt's ja auch nicht ohne wieder. Wo willst du denn hin? Georg suchen. Und wenn's dann haust? Dann mach ich ihn kalt. Kalt machen willst du? Alfons, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass du, seit ich dich kenn, jemanden einmal wenigstens aus Versehen oder so mit dem Messer zumindest gekratzt hast. Das lass du so lieber sein, hm? Ich kann noch mal zu Juan gehen. Ich habe eben nicht genug Druck gemacht. Edi, ich schaff das. Ich wusste ja nicht, dass... Irgendwas im Laden vergessen? Allerdings. Dein Geschenk und natürlich unseren letzten gemeinsamen Drink. Willst du mich verarschen, Georg? Du bist wirklich der letzte Mensch, den ich jetzt sehen will. Schieb sofort deinen Arsch aus meiner Wohnung. Georg, was hast du denn hier? Kinder ins Abschied feiern, was denn sonst? Haben wir das nicht gestern schon gemacht? Ja, haben wir. Georg scheint da irgendwas zu verwechseln. Und außerdem scheint er auch noch völlig bescheuert zu sein, wenn er glaubt, dass er hier einfach so reinspazieren kann und so tun, als sei nichts gewesen. Hey. Ich will mich für den Scheiß von heute Morgen entschuldigen, Kieran, okay? Deswegen habe ich dir ein kleines Geschenk mitgebracht. Hm, und was wird das? Alles, was sich in diesem Koffer befindet, ist nur dafür da,
einen ganz speziellen Cocktail zu mischen. Ein Long Island Iced Tea. Mm-mm. Kinderkram. Tja, das hört sich ja alles wirklich ganz toll an, Georg. Aber könntest du dich jetzt bitte endlich verpissen? Wegen dir starte ich meinen ersten Arbeitstag mit einem blauen Auge. Ach, ein hübsches Gesicht entstellt nix. Ein letzter Drink und du bist mich los, okay? Hey, Georg. Also ich nehme auf jeden Fall an. Kai! Ein Drink für die abenteuerlustigen Draufgänger unter uns. Reinigt Körper und Seele. Der Wichswunsch. Ist für mich. Vorstellen. Lollipop, Honeymoon und Candy. Heiliger Bimbam, Georg. Ich glaube, es hagelt. Was hast du denn vor? Wir sind doch nicht im Dollhaus. Halt doch mal die Backen, Alter. Das ist doch besser als Weihnachten und Ostern zusammen. Danke, Georg. So, ich hab die Schnauze voll. Ich bin jetzt weg und wenn ich wiederkomme, hast du deine Noten eingepackt und dann bist du hier verschwunden. Ach, und Kai, Überraschung. Ich zieh aus. Und meine ganzen Möbel hier, die nehme ich mit. Ich dachte, das wäre eine Geburtstagsparty. Das ist auch. Kerl hat eine Macke, hat der doch. Sieht aus wie seine scheiß Mutter, oder was? Der Wichser, der hat sich seit Wochen nicht bei mir blicken lassen. Wenn ihr ihn seht, dann sagt ihm, dass ich meine scheiß Kohle haben will. So, jetzt Abmarsch, ihr seid schlecht fürs Geschäft. Morgen finde ich ihn. Was dann? Wie, was dann? Dann serviere ich ihn Eddie auf dem Silbertablett. Naja, nichts für ungut. Aber es sieht trotzdem noch nicht ganz, dass du einen Typen kalt machst. Ach, du bist gerade mal eine Woche da? Und dann willst du mir erklären, wozu ich in der Lage bin? Glaubst du, ich bin hier der Laufbursche oder was? Nein, so meinte ich das nicht. Wie meintest du es denn dann? Ich mach den Scheiß seit 20 Jahren. Seit über 20 Jahren. Denkst du, ich habe noch nie einen umgelegt? Hier. Ich gehe jetzt erstmal zu Sabine und schalte ein bisschen ab. Ich rufe dich an, wenn ich dich brauche. Ich freue mich schon. Robin! Du warst also wieder die ganze Nacht hier?
Guten Morgen, wie geht's dir? Willst du einen Kaffee? Nina, bringst uns bitte einen Kaffee. Gern. Danke. Bitte. Sag mal, kannst du mir jetzt mal sagen, wer deinen Aufenthalt hier bezahlt? Oh, Schätzchen, ich... Nee, komm, vergiss es, Papa, ganz ehrlich. Du weißt genau, ich habe hier nichts zu verschenken, ne? Zumindest nicht mehr, seit dein toller Chef hier abkassiert. Du weißt doch, wie es läuft. Du weißt doch, wie er ist. Ja, ein verdammtes Arschloch ist das. Sabine. Nee, Edi schert sich doch einen Scheiß um die Menschen hier auf der Reeperbahn. Und du bist nicht best... Hör auf! Wenn ich nicht gewesen wäre, dann wäre dein kleiner Laden unter die Räder gekommen. Edi, ist nun mal der Chef. Passa! Moin, Sabine. Moin, Süße. Du, wo ist denn Alex? Oh, hör auf, du wärst eine heftige Nacht bei Georg. Ich muss erst mal duschen. Georg. Der Besitzer von Peggy. Ja, kennst du noch einen anderen Georg? Was ist denn los, Papa? Hoho! Tja, Bescherung ist vorbei. Naja, gab halt mehr für einen Weihnachtsmann, ne? Bimilibilib. Hey, siehst ziemlich scheiße aus. Willst du einen Drink? Du armer Irrer! Georg? Allerdings. Klarer geht's nicht. Das war's ja dann wohl. Da verriet der Mistkerl mindestens 5 Jahre. Ja, ist richtig. Aus 5 Jahren können aber auch ganz schnell 15 Jahre werden, wenn... sein Mordauftrag ein Mord wird. Ja? Titus, hör mir zu. Ich hab ihn gefunden. Ich weiß, wo er ist. Hol mich ab. Sofort. Alfons weiß, wo Georg ist. Du machst nichts, was deine Tarnung gefährdet. Verstanden hast! Okay.
Kenan! Kenan, 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 Mann! Irgendwas stimmt mit Georg nicht, du musst sofort kommen, ich glaube, er ist tot! Zusammen mit meinem Homie Kai Kenan? Mach ich einen Abflug. Tijuana, Baby. Können wir? Weißt du, was wir geübt haben, Titus? Klar, Alfons. Wir gehen rein, bleiben absolut cool. Du redest, ich pass auf. Wir schießen Georg, hauen ab. Und ich halte meine bekackte Fresse. Traumhaft. Los geht's. Was soll denn, geht hier vor? Ist das Georg? Georg ist tot. Georg ist tot und zersägt. Georg ist tot und zersägt. Das ist ja großartig! Hast du vielleicht noch ein Silbertablett? Ja, vergiss es. Mach weiter, pack alles zusammen. Auch das Messer, pack alles zusammen. Titus, hilf ihm dabei. Nimm das alles mit. Komm, zack. Hier, alles zusammenpacken. Und weil du mir einen Gefallen getan und nebenbei gesagt eine ganz exzellente Arbeit abgeliefert hast, lasse ich euch beide leben. Ihr dürft natürlich kein Sterbenswörtchen über diese Angelegenheit hier verlieren. Verstanden? Dieser Tote ist jetzt mein Toter. Ich habe Georg kalt gemacht. Und sollte einer von euch beiden Pappnasen irgendwas anderes behaupten, komme ich nochmal vorbei und lege euch um. Jetzt klar. Titus, gib ihm dein Handy. Was, wieso? Das hast du mir gestern erst gegeben. Jetzt gib ihm halt dein Handy. Das trägst du von jetzt an immer bei dir. Dich hat wirklich der Himmel geschickt. Wer ist er eigentlich, mein Junge? Kenan. Wir werden noch viel Freude miteinander haben, Kenan. Kommst du, Titus?
Die Party ist vorbei.